Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die FDP guckt so erwartungsvoll. Frau Gebauer, schön, dass Sie wieder da sind. Ich hatte ein interessantes Wahlplakat in meiner letzten oder vorletzten Rede zum Luftverkehr. Das können wir bilateral mal besprechen nachher. Ja, also ich unterstütze die Position nachdrücklich. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt war aber auch genug an FDP-Lob, glaube ich, in meinen heutigen Reden. Vor zwei Wochen schon, als Herr Stamm zum Radverkehr gesprochen hat. Ja, das Plenartage kitzeln ja einiges raus. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist ja nicht die erste Debatte zum Wohnungsbau, die wir hier im Plenum führen. Wir hatten ja auch schon vor zwei Wochen eine intensive Diskussion. Ich würde, Kollegin Philipp hat viel Richtiges gesagt, die Punkte rausgreifen, die mir entscheidend sind und wichtig sind, sozusagen in der Zuspitzung. Mein Eindruck ist, dass wir alle miteinander einen großen Schwerpunkt drauf legen müssen, auch alle, die kommunalpolitisch aktiv sind, dass es gelingt, unsere Planungs- und Bauämter zügig auf den Weg und in Fahrt zu bringen. Weil die Rückmeldungen sind zahlreich, dass die Genehmigung von Bauanträgen in den Kommunen viel zu lange dauern, dass die Personalsituation angespannt ist, dass über Pensionierungen, Frühpensionierungen etc. da Planerinnen und Planer in den letzten Jahren in Ruhestand gegangen sind, wo Stellen nicht nachbesetzt worden sind. Die entscheidende Frage ist ja nicht, ob uns ausreichend Fördermittel zur Verfügung stehen. Es ist auch ausreichend Geld da. Natürlich muss der Bund entsprechend seine Finanzierungszusagen einhalten. Aber die Frage beim Schaffen von bezahlbarem Wohnraum, sozialem Wohnungsbau etc., also bei dem, was für die öffentliche Hand tun kann und aber auch sozusagen, was die Privatwirtschaft tun kann, ist die Frage, also sozusagen die Schnittstelle ist die Frage, ob es uns gelingt, ausreichend und zügig Baugenehmigungen auf den Weg zu bringen und unsere Behörden entsprechend da vernünftig auszustatten. Ich vermute mal, dass es da auch einen entsprechenden Konsens gibt hier im Haus und all bei denjenigen, die damit auch zu tun haben. Ich vermute auch, der Kollege Hausmann als Leiter eines Planungsbüros wird es wissen. Wir müssen da Gas geben und müssen sehen, dass wir unsere Behörden und unsere öffentliche Verwaltung vernünftig ausstatten. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, weil er mir regelmäßig begegnet, und da müssen wir uns, glaube ich, darüber im Klaren sein, dass es eben diese Flächenkonkurrenz insbesondere in den verdichteten Innenstädten gibt und wir müssen da zu vernünftigen Lösungen kommen, ist die Frage Wohnungsbau, Nachverdichtung versus Grünflächen in der Innenstadt Richtung Klimafolgenanpassung, Frischluftschneisen etc. Das wird ein großes Thema sein. Kollege Ott erwähnte es kürzlich in einem Gespräch auch. Diese Debatten gibt es in allen Großstädten momentan. Also die Frage, haben wir ausreichend Flächen und schnell Flächen für den Wohnungsbau zur Verfügung? Da können wir auch nicht darauf warten, dass irgendwelche Industriebrachen, also Altlasten über Jahre saniert werden, Jahre und Jahrzehnte. Wir brauchen jetzt Flächen entsprechend. Aber es gibt eine massive Flächenkonkurrenz eben zu Grünflächen, zu Erholungsflächen, zu sozusagen auch dem Lebensgefühl von vielen Menschen, die auch in Innenstädten leben und auch ein Stück Raum haben wollen und nicht alles zugebaut haben wollen, sondern auch Platz für ihre Kinder, für Spielplätze etc. Das ist ein großes Thema in der jeweiligen Situation und uns muss, glaube ich, klar sein, dass wir da moderierend vorgehen, dass wir entsprechend Klärungsprozesse unterstützen. Das muss jeweils individuell bei den jeweiligen Anträgen auch entschieden werden. Aber es ist eines der drängenden Themen, weil uns eben entsprechend die Flächen auch fehlen. Letzter Punkt noch von meiner Seite. Die Frage Holzbau ist ja auch eben angesprochen worden. Hier ist es so, dass Nordrhein-Westfalen gerade als waldreiches Land, als Holzland viel mehr machen könnte, als es es bisher tut. Baden-Württemberg ist da vorbildlich, auch mit einer sehr weitgehenden Landesbauordnung in diesem Bereich. Mit dem, was jetzt als Novelle vorgelegt werden wird, wird das Land auf jeden Fall einen Schritt weitergehen. Auch da ist mein Eindruck, dass es häufig die Verwaltungen sind, also gar nicht so sehr oder überhaupt nicht die Holzbauerinnen und Holzbauer, die stecken in den Startlöchern, haben auch individuelle Konzepte, können auch relativ schnell Häuser da entwickeln. Es gibt zum Beispiel in Münster ein sehr spannendes Projekt, wo ein mehrgeschossiges Flüchtlingsheim im Holzbau innerhalb von 8 Wochen hochgezogen worden ist. Also das Material ist vorhanden, die Unternehmen sind auch vorhanden, es fehlt eine entsprechende gesetzliche Grundlage und es fehlt vor allen Dingen auch ein Stück, das ist mein Eindruck, Mut bei den Menschen in der Verwaltung, auch Dinge zu genehmigen. Immer in der Abwägung sozusagen, was Brandschutz angeht, was bisherige Standards angeht. Ich bin sicher, dass wir mit der neuen Landesbauordnung hier einen Schritt nach vorne gehen, dass wir auch da eine neue Grundlage schaffen und einen Blick in die
süddeutschen Länder kann uns ermutigen, dass mit guten Rahmenbedingungen hier entsprechend im Bereich Holzbau einiges zügig auf den Weg gebracht werden kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf die weitere Debatte.